Yo, Chatti! Ich hatte vor ein paar Wochen ein Video gemacht, wo ich meine alten Zeichnungen aus meiner Kindheit neu gezeichnet habe. Den Kontrast, den Vergleich war sehr interessant. Ja. Und jetzt werde ich dasselbe machen, aber mit euren Zeichnungen. Die, die ihr mir geschickt habt. Auf Instagram oder Twitter mit dem Hashtag JoFalco. Also du zeichnest heute die Zeichnungen von Zuschauern quasi nach. Genau, genau. Und dafür wächst du mich um 8 Uhr morgens. Das ist ein guter Grund dafür. Ja, natürlich, ja, ist schon, Freunde. Ich habe mir nicht mal die Arbeit gemacht, trinke hier noch mal Tee. Und drehe ein Francesco. Francesco. Okay, let's go. Die Leute erkennen mich auf der Straße manchmal und sagen mir, sorry, bist du Francesco? Nein, ich heiße Falco oder Alessandro, aber nicht Francesco oder Franco, Francelico, Frank oder was weiß ich. Falco ist der mit den meisten Spitznamen, dass selbst die echten Real-Life-Zuschauer nicht wissen, wie die dich nennen sollen. Falco ist ganz easy. Francesco. Nennen wir mal 3 oder 4 Zeichnungen von meinen, unseren Zuschauern. Da waren sehr, sehr gute dabei. Mhm. Ich habe so einige sortiert, einige ausgesucht, die so Fantasiefiguren sind. Okay, okay. Die finde ich am meisten so interessant. Das ist cool. Soll ich einfach mal welche auswählen? Ja, ja, ja. Willst du mal kurz durchzählen? Okay. Der sieht aus wie Hades ein bisschen. Den nehmen wir, der ist cool. Der Vanessa, ist cool. Warte, sie sagt noch was? Ja. Ich sage, ich zeichne auch Fantasie, gestalten, ja genau, das, was ich brauche, die in meinen Träumen vorkommen. Nein, den Traum will ich nicht haben. Was für ein Traum war das denn? Will ich lieber nicht wissen, glaube ich. Aber irgendwie, der sieht aber auch so ein bisschen aus, als wäre er böse, aber eigentlich lieb. Er will also böse sein, genau. Aber er schafft es nicht. Genau, genau. Er ist so der Dummkopf unter den Bösen. Genau, genau, genau. Genau. Der Tollpatschi. Ja. Ja, das muss rein. Ich liebe Dinos und der sieht cool aus. Ich finde diese Zeichnung sieht sehr kindlich aus. Warte, was steht da? Tablet-X. Denn da habe ich in der 2. Klasse gezeichnet. Das bedeutet, hier 2. Klasse. Zweite Grundschule. Grundschule. Ja. Ah, so, Sekunde Elementare. Ja. Das ist perfekt, das ist ein Bild, so, wo man wirklich sieht, das wurde in der 2. Klasse. Genau, genau. Ja, wenn man das gezeichnet hat, ist es für die Ewigkeit. Ja. So geil, so welche Bilder zu besitzen. Und sowas ist perfekt, so ein Video ist sowas perfekt. Also, wenn ihr auch so uralte Zeichnungen habt, schickt sie rüber. Easy. Das ist richtig das, was ich brauche. Das ist cool, das nehmen. Das ist cool, ne? Das ist cool. Das ist auch ein Fantasie-Charakter. Das kommt ja auch von den Videospielern, von einem Film. So ein Cyberwolf mit so mechanischen Flügeln. Geil. Und guck mal, er hat so Propeller in den Flügeln. Ja, in den Namen. Das ist geil. So, das ändert auch so lokal immer der. Voll. Das sieht schon an sich gut aus. Ja, okay. Das ist perfekt. Was auch immer das ist. Aber irgendwie bin ich das so ein bisschen. Das hat mir Max geschickt. Okay. Okay, also wir haben diese 4 Zeichnungen. Ich würde jetzt versuchen, sie neu zu zeichnen mit meinem Style. Okay. Es wird ein bisschen dauern. Jetzt musst du auch weggehen irgendwo ein Shooting oder was? Nein, ich gehe jetzt erstmal weiter schlafen. Francesco. Also später zeige ich dir meine neue Version davon. Okay? Mhm. Sehr begeistert. Okay, Bruder, ich zeichne es neu. Bis gleich.
Tag ist schon vorbei und Rupert ist wieder hier. Ich habe alle vier Zeichnungen fertig. Bist du ready? Ich muss mich immer so früh drehen. Ich stehe immer erst so auf, so, du kommst so, ja, wir müssen drehen. Ich so, ja, okay. Weil ich habe die ganze Nacht fast durchgemacht, um sie fertig zu haben. Ich konnte nicht länger warten. So muss sein, Bro. 100%. Ja. Zeig mir, ich bin aufs Ergebnis gespannt. Du erinnerst dich, wir haben diese vier Zeichnungen. Sissinger, welche willst du zuerst sehen? The Devil One. Der Devil, der nicht böse. Ja, genau. Boah, jetzt, okay. Ich bin richtig gespannt, wie der aussieht. Ich bekomme immer so 5% mit manchmal, wenn man so durch das Arbeitszimmer läuft, sehe ich so, wie Falcon so 15 Stunden zeichnet und irgendwie klassische Musik im Hintergrund. So, aber ja. Der Devil von Vanessa ist so geworden. Ja, Mann. Der ist geil. Der tut mir auch so leid. Irgendwie. Ja. Er kann nichts dafür, dass er so ist, wie er ist. Weißt du? Sein Mund ist ihm sogar zugeschnitzt. So. Redet aber so. Eigentlich wollte ich heute nicht in die Hölle. Genau so ein Charakter ist es. Er könnte halt echt aus einem animierten Hollywood-Film sein. Ja, das hat 1,5 Stunden gedauert. Mhm. Das war ja ziemlich schnell gemacht. Aber das gefällt mir. Also ich bin zufrieden damit. Zeig mal das Nächste. Dann zeig mir mal Lucario. Lucario, diese Mischung zwischen Lucario, Sly und keine Ahnung was noch. Der aus der Zukunft. Ja, Lucario von Shatti. Ich finde es vielleicht das geilste von den vier, die ich gemacht habe. Zeig jetzt mal, was du schon richtiges. Boah. Digga, straight from RTL 2, Alter. Was geht ab? Der Mais. Ja, der könnte ein eigener Anime für sich sein. Ja. So, der Retter der Stadt. Ja. So eigentlich auch so einen leichten bösen Hauch, aber tief im Inneren doch ein guter, ein Hero. Der Ritter der Welt. So. Ja. Boah, diese Flügel, Alter. Boah, der ist heftig. Nein, der ist heftig. Ich weiß nicht, ob Shatti das erfunden hat oder ob es von einem Anime ein Spiel ist, das ich nicht kenne. Weiß ich selber nicht. Aber wenn du es aus deiner Fantasie gemacht hast, dann. Congrats, wirklich. Ja, Mann. Congrats an deinen Fantasiekopf. Die Zeichnung von Shatti in diesem Fall hatte nicht so viele Details, also ich kann viel mit meiner Fantasie spielen dann. Ja. Mit den Farben auch dann. Weiter geht's. Der fliegende Fettsack. Ah, die fliegende Tomate. Es war schon das gut war gezeichnet. Schon, das war schon gut. Von Max. Und das habe ich dann gemacht. Der ist aus einem straight PlayStation 4 Minigame. Ja, so ein ganz altes PlayStation Game. So. Ja, Mann. Der ist cool. Er ist genau das, was man sieht. So. Jeder weiß, was das für ein Typ von Kreativ. Jeder von uns hat sowas in sich. Ja, genau. Ich besonders auch. Ja, voll. Und das Letzte. Ah ja, unser Dino. Oh. Der war ja von jemandem gezeichnet, den Dino gezeichnet hat, als er in der zweiten Klasse war. Genau, ja. Tabletix. So, jetzt bin ich gespannt. Ich fand's cool so, aber es ist von einer zweiten Klasse. Ja, also von einem Kind gezeichnet. Also es ist voll cool, sowas zu bekommen, weil da kann ich noch mehr mit meiner Fantasie spielen. Und der Kontrast am Ende ist... Jetzt zeig einfach! Darf ich gucken? Oh, ja, kannst gucken. Alter, straight von Super RTL Dinos, Alter. Der ist geil, das ist der freundliche Dino von nebenan. Könnte auch Pokémon sein, auf jeden Fall. Digimon. Ja, voll, der ist nett. Aber wenn Hunger hat, frisst er dich auch. Ein Vulkan bricht aus und es juckt ihn nicht mal. Boah, geil. Das hat einen ganzen Tag und eine halbe Nacht gedauert, aber er hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich liebe dieses Format. Es ist so geil, dass du einfach die Bilder von anderen Leuten nimmst und sie dann einfach so richtig geil machst. Weil dann hat man auch was selbst davon, weißt du? Genau, das ist voll heftig. Wir fördern Kreativität und sowas. So muss sein. Freunde, jetzt schickt alle Palco mal eure Bilder. Ja. Damit wir so eine Auswahl von hunderttausenden geilen Bildern haben und dann können wir richtig geile Folgen drehen, wo wir die nochmal neu gezeichnet werden. Ihr findet all diese Bilder unten in der Videobeschreibung, ladet sie euch runter und macht ihr als Desktop-Hintergrund oder sonst was. Oder druckt euch sie aus und hängt die auf. Das ist cool. Wenn ihr das euren Eltern zeigt, selbst die werden sich darüber freuen. Wir sehen uns. Warte! Daumen nach oben, abonnieren, Glocke aktivieren. Francesco gibt sich echt viel Mühe. Ja, bitte. Einen Daumen hoch, ein Däumchen, ein Abo. Nur das. Jetzt war das eher so obdachlos in der Innenstadt. Ein Like, bitte. Bis zum nächsten Mal. A presto, arrivederci. Bis zum nächsten Mal. Bis denn, Mann.